Morgen, Inge. Morgen. Der Tag fängt ja schon ganz gut an. Lass hängen, hat ja eh keinen Zweck mehr. Ich hab Johannes noch gesagt, er soll die Wäsche abends reinnehmen, aber naja. Sag mal, ja? Ist es eigentlich okay für dich? Ich meine, sind wir nicht eine zu große Belastung? Ach, du mit euch, das ist in Ordnung. Ja, aber... Komm, lass uns reingehen, du wirst ja klatschnass. Morgen, mein Schätzchen. Morgen. Ist der Kaffee fertig? Inge, hast du Brötchen? Na klar. Morgen, Inge. Hast du meine Sachen aus der Reinigung geholt? Die macht erst um 10 auf. Ich hol's heute Nachmittag, ja? Heute Nachmittag? Was zieh ich jetzt an? Ach, Lisa, da ist ja bestimmt noch was anderes. Wo sind meine Schuhe? Inge, hast du sie weggeräumt? Guck doch mal im Schuhschrank nach, im Flur. Ach. Wollt ihr Spiegelei oder Rührei? Ich hab keine Lust auf diese Schule. Rührei, wenn's nicht zu viel Mühe macht. Krieg den verdammten Knoten nicht auf. Ach, Piwi. Das wird schon. Der Anfang ist immer ein bisschen schwer. Warum so bin ich in Berlin geblieben? Christian, dein Kaffee ohne Zucker mit Milch. Ach, du bist die Beste. Guten Morgen, meine Lieben. Frisch die Äuglein ausgerieben. Morgen. Na, seid ihr aufgeregt? Nee. Bibi, was soll ich auf dein Schulbrot machen? Ich hab keinen Hunger. Mensch, solltet ihr nicht schon längst weg sein? Bis 7:55. Oh, shit. Bibi, mach dich fertig. Papa, beeil dich. Ich hab keine Lust, gleich am ersten Tag zu spät zu kommen. Viel Spaß. Spaß. Ich nehm's schon mit. Ja. Euch auch einen schönen Tag. Tschüss. Ja. Tschüss. Es ist ziemlich stressig, so viele Leute im Haus zu haben, was? Kann ich meinen Tee kriegen? Ich glaube, Lisa hat bloß Kaffee gemacht. Oh, mach mir doch bitte einen Tee. Aber keinen grünen. Wo ist denn die Zeitung? Ja. Bitte schön. Danke. Meine schwarzen Schuhe müssen übrigens zum Schuster. Und wenn du mir dann bitte noch die Rosenlieferung von der Post abholen könntest. Nein. Wie bitte? Kannst du das nicht selber machen? Nee, ich habe überhaupt keine Zeit. Wieso? Die wollen noch mehr Material. Ich muss noch mal zur Höhle Fotos machen. Und dann? Ja, und dann bin ich mit Harald zum Angeln verabredet. Schön. Sag mal, wenn du sowieso zur Reinigung gehst, dann kannst du ein paar Besorgungen machen. Wo gehst du hin? Nach Hause. Nach Hause? Du bist doch noch gar nicht fertig hier. Ich sehe das anders. Ich bin fertig. Was ist das denn? Moment mal, Inge! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du bist dein Handy gefahren. Sieht aus wie ein Kloster. Das war es auch im 12. Jahrhundert. Aber seit 400 Jahren wird es als Schule genutzt. In welches Klassenzimmer müssen wir? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Du hast uns hier doch angemeldet. Papa. Tut mir leid, ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich noch tun muss. Ich habe es versemmelt. Typisch. Herr Dr. Kleist? Frau Holstein. Das ist ja schön. Das sind Lisa und Peter, meine Kinder. Ich habe in der Hektik des Umzugs total vergessen, sie anzumelden. Wissen Sie, wo der Schulleiter ist? Ja, dann kommen Sie mal mit. Sind Sie jetzt hierher gezogen? Ja, vor 2 Wochen. Hi. Gehen Sie bitte schon mal weg. Sarah, einen Moment bitte. Hast du keinen Unterricht? Doch Sport, aber mir ist nicht gut. Hast du dich bei Herrn Frank entschuldigt? Ja, na klar. Er hat gesagt, ich soll mich beschäftigen. Sie sind die Schulleiterin? Ja. Und Ihre Tochter kenne ich bereits. Wir haben uns vor 4-5 Wochen hier getroffen, nicht? In den Ferien. Unterrichten Sie auch? Biologie und Chemie. Entschuldigt, das ist die Praxis. Ja, hallo? Was gibt's denn, Nina? Wo soll ich hinkommen? Ja, ich bin gleich da. Im Rathaus ist jemand zusammengebrochen. Bibi, es tut mir leid, ich komme so schnell es geht, ja? Ich mach das schon. Dann kommt erstmal mit. Und dann bringe ich euch in eure Klassen. Mann!
Guten Tag. Herr Kleist? Ja. Ja, schön, dass Sie so schnell gekommen sind. Ich bin Erwin Baum, der Bürgermeister. Mhm. Unser Baureferent, Helmut Lange. Einfach zusammengeklappt. Helmut? Na, immer noch der Draufgänger wie im Studio? Christian, das ist ja ein Ding. War er ohnmächtig? Nein, war nicht. Hattest du Schmerzen? Nee. Das wäre echt peinlich. War dir schwindelig? Mir sind einfach die Knie weich geworden. Liegt leicht dran, dass ich heute Morgen nicht gefrühstückt habe, bevor ich ins Fitness bin. Mhm. Hm. Blutdruck ist zu hoch. Aber Puls ist normal. Habe ich mir schon gedacht. War bloß ein kleiner Schwächeanfall. Ja, trotzdem würde ich dich gerne zum Check-up nachher in meiner Praxis sehen. Eine EKG und Blutwerte. Sehr vernünftig, Doktor. Helmut, das machen wir dann gleich nächste Woche, wenn die Ausschusssitzungen vorüber sind. Hm? Ich bestehe darauf, dass es nachher ist. Ist ja nicht so weit. Ja, wir müssen das hier nur noch schnell zu Ende bringen. Helmut, so ein Zusammenbruch kann auch ein Warnschuss sein. Ja? Also, wir sehen uns. Okay. Ach, Herr Doktor, eine Sekunde noch. Ich meine, wenn Sie schon mal hier sind, dann wollen wir Sie doch auch gleich ganz offiziell hier in Eisenach willkommen heißen, nicht? Wir freuen uns sehr, dass die Praxis von unserem hochgeschätzten Dr. Wischer nicht mehr verwaist sein wird. Alles Gute für Sie und für Ihre Kinder. Danke, Herr Bürgermeister. In meiner Klasse sind, glaube ich, ein paar ganz nette. Hey, geht's dir nicht gut? Hab ich öfter so blöde Bauchschmerzen. Hey, nicht so wild. Strammes Fahrgestell. Redest du mit mir? Haben alle in Berlin so einen Hintern? Kannst uns ja die Adresse von deinen Freundinnen geben. Ach, lasst mich doch in Ruhe. Kann ich was tun? Hey, ich rede mit dir. Du hast einen Freund. Was geht dich das an, Blödmann? Sie hat Blödmann gesagt. Lass sie in Ruhe, Mike. Um dich geht's hier gar nicht, blöde Tussi. Tu doch nicht so. Du willst doch, dass wir dich scharf finden. Wieso ziehst du sonst so enge Hosen an? Hey! Blöde Kuh! Was soll denn das? Lisa, komm, wir gehen. Es wäre besser für dich, mich in Ruhe zu lassen, glaub mir. Lass dir nichts gefallen, Manu. Hey! Oh. Hey! Manu! Ich hab dich gewarnt! Sofort auf! Unsere Schule wird nicht geprügelt. Ich hab mich nicht geprügelt. Sie hat ihn einfach flachgelegt. Halt die Klappe, blöd! Los jetzt! Du kommst sofort mit. Jo! Es geht nicht um Bestrafung, aber ich muss wissen, was da passiert ist. Wozu? Dr. Kleist ist da. Ja, danke. Ist alles in Ordnung? Nichts passiert. Nichts ist ein bisschen untertrieben. Ihre Tochter hat einen Jungen verprügelt. Einen Jungen? Wie alt? Manuel ist 17. Ist er verletzt? Ach was! Der Typ hat mich blöd angemacht. Was heißt denn blöd angemacht? Angemacht eben. Und da habe ich ihn aufs Kreuz gelegt. Mit Taekwondo? So ungefähr. Ich dachte, wir hätten abgemacht, dass du das nie auf der Straße anwendest. Ja. Es tut mir leid. Du solltest dich bei Manuel entschuldigen. Wie bitte? Ich lehne an dieser Schule jede Art von Gewalt ab. Auseinandersetzungen sollten verbal geführt werden. Aber das habe ich doch versucht. Ich versichere Ihnen, meine Tochter neigt in keiner Weise zu körperlicher Gewalt. Und ich glaube dir, mein Schatz. Ich will nur den Anfängen wehren. Hm, klar. Würdest du uns bitte kurz allein lassen? Aber... Bitte. Hören Sie, Frau Holstein, vielleicht ist etwas vorgefallen, das wir nicht unbedingt wissen sollten. Ich bin absolut sicher, dass Lisa diesem jungen Mann nicht ohne Grund ein bisschen wehgetan hat. Mein Gott, ein 17-Jähriger! Hat er sich eben in der Hausnummer geirrt?
Das ist überhaupt lächerlich. Und was ist denn das hier für ein Laden, in dem große Jungs von kleinen Mädchen aufs Kreuz gelegt werden? Herr Klaas, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. Ihr Beruf fordert Sie sehr. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich... Was? Dass ich von meiner Tochter genauso wenig Ahnung habe, wie Sie von Ihrem Sohn? Entschuldigung, ich... Wie geht's ihm überhaupt? Ganz gut. Er wohnt noch bei seinem Vater. Er macht seine Lehre zu Ende. Und er hat mir versprochen, dass er nichts mehr nimmt. Gut. Wissen Sie... Vielleicht täusche ich mich in Lisa auch. Aber man muss ihnen ein wenig vertrauen. Da gebe ich Ihnen recht. Trotzdem möchte ich, dass Lisa sich bei dem Jungen entschuldigt. Und ich möchte Sie bitten, darauf zu verzichten. Meine Kinder haben vor kurzem ihre Mutter verloren. Vielleicht ist ein wenig Geduld angebracht. Das wusste ich nicht. Natürlich nicht. Ich muss wieder in die Praxis. Schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. Kurz vor Ostern muss das gewesen sein. Ein Autounfall. Er hat es bestimmt nicht leicht. Mit den Kindern, die neue Praxis, die neue Umgebung. Ich wusste gar nicht, dass du ihn kennst. Durch Zufall. Er war zufällig in der Nähe, als Gregor seinen Blinddarmdurchbruch hatte. Ach ja. Wie geht's Gregor denn? Frag mich was Leichteres. Dass irgendwas passiert. Ich fahr gerade zu ihm, bin schon in Erfurt. Hallo Mama. Hallo Gregor. Darf ich nicht reinkommen? Doch, doch. Sag mal, nimmst du wieder was? Nein. Ich riech das doch. Ich hab nur ein bisschen geraucht. Papa mag das doch nicht. Wo ist denn der? Beim Training, denke ich. Was ist bloß los mit dir? Haben sie dich rausgeschmissen? Ich hab in der Firma angerufen. Im Gegenteil. Ich habe was viel Besseres in Aussicht. Am 1. fange ich bei einer Videofirma an. Die machen digitale Bildbearbeitung, die ganzen Tricks. Und ich mache da eine Ausbildung zum Cutter. Ach, wirklich? Na, ich hatte im Krankenhaus viel Zeit zum Nachdenken und ich sag dir, das ist voll mein Ding. Ich habe mir zur Vorbereitung ein paar DVDs ausgeliehen. Sagenhaft, was man mit digitaler Technik alles machen kann. Und ein Buch habe ich mir auch gekauft. Ich wäre so froh, wenn du endlich was finden würdest, was dir wirklich Spaß macht. Warum redest du nicht mit mir über all die Sachen? Ich wollte dich doch sowieso in den nächsten Tagen besuchen kommen. Ach ja? Na, ich muss noch meine Maschine abholen. Ich treibe Sport, ich rauche nicht, trinke kaum. Ich bin absolut fit. Ja, das sieht ganz gut aus. Bis auf diese Extrasystolen. Sag mal, deinen Job als Baureferentin stelle ich mir ganz interessant vor. Na, fast die gesamte Innenstadt steht unter Denkmalschutz. Kannst dir ja vorstellen, wie das da läuft mit der Restaurierung. Mhm. Also ein Stressjob, hä? Solange es Spaß macht. Macht es dir denn Spaß? Ja klar, sonst würde ich es ja nicht machen. So, sieht eigentlich auch ganz gut aus. Okay, kannst aufhören. Trotzdem. So ein Anfall, auch wenn er noch so gering war wie heute Morgen, das kann ein Warnschuss sein. Ja, das hast du schon mal gesagt. Ja, ich bin eben sehr genau. Korinthenkacker, wie beim Skat in der Mensa. Du musst selber wissen, wie hoch du reizen kannst oder ob du dich mal lieber eine Runde passt. Passen? Nee, das kann ich nicht. Das will ich auch nicht. Wenigstens ein, zwei Runden. Vergiss es, Christian. Ist doch so, je größer die Herausforderung, desto größer die Befriedigung, oder? Kennst du doch auch. Entschuldigung. Aber da war ein Anruf für Sie, Herr Langer, der Bürgermeister. Sie sollen so schnell wie möglich kommen. Bin schon unterwegs. Ich schreibe dir was für deinen Blutdruck auf. Und lass den Kaffee sein, den er dich von salzarmer Kost. Und entspann dich mal, mach mal Urlaub. Ja, klar, mach ich.
Könnten Sie mir das Rezept ins Büro schicken? Ja, klar, mache ich. Super. Tschüss, mein Alter. Mach's gut. Wiedersehen, Junge. Du schaffst ja Arbeitsplätze. Hm? Ja, Nina. Ach so, die ist doch schon seit Wicher hier. Muss sie aber ranhalten. Um Gottes Willen, wieso denn? Naja, erstmal wegen der Entspannung. Im Ernst, ihr Vater macht den besten Kuchen in der Stadt. Ja, zu viel Kuchen ist auch ungesund. Aber eigentlich das ganze Leben, oder? Essen! Holzern hat doch einen Vogel. Wenn sie wissen, wie die reagiert, wenn man sie so angeht. Also ich hätte ihr gesagt, was der gemacht hat. Nee, hinterher ist es noch, ich hätte ihn scharf gemacht oder so ein Quatsch. Oh, hallo. Hallo, Onkelchen. Das ist Sarah. Hallo. Hallo, Sarah. Kann sie mitessen? Ja, natürlich kann sie das. Was treibst du denn da? Ich koche. Wiener Schnitzel zur Feier des Tages. Sieht ja lecker aus. Ja. Wo ist denn Inge? Ist nicht da. Oh, es ist ja perfektes Timing. Hallo, ich bin Sarah. Ich bin mit Lisa in einer Klasse. Ach, möchtest du mitessen? Ja. Ja, bitte. Hallo. Mm. Na? Ja. Ist noch was passiert? Ich musste mich doch nicht entschuldigen. Ja? Du hast dir gesagt, dass Mama gestorben ist, nicht? Ja. Irgendwann hätte sie es doch erfahren. Hm? Wo ist denn Inge? Was habt ihr aber mit Inge? Meine Schnitzel sind Weltklasse. Und jetzt setzt euch endlich hin, es wird alles kalt. Hallo. Hey, Bibi. Ah, wie war's? Bitte. Ja? Guck mal, Onkel Johannes hat dein Lieblingsgericht gemacht und anschließend gibt es super leckere Torte. Komm, das zeige ich. So, und jetzt wünsche ich einen guten Appetit. Dann gleichfalls. Bisschen zäh in der Ecke. Ekelhaft. Schmeckt merkwürdig, irgendwie süß. Süß? Soll ich machen. Oh. Tatsächlich. Puderzucker. Ach du Schande, sieht genauso aus wie Mehl. Puderzucker, ich fass es nicht. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas haben. Brauchst du wahrscheinlich für einen Kuchen, verdammt nochmal. Da hätte ich mir die Torte sparen können, oder? Was ist eigentlich jetzt mit Inge? Keine Ahnung, irgendwas mit dem Rücken. Mit dem Rücken? Ja, dann fahr ich nachher gleich mal vorbei. Das ist nicht nötig, du kennst sie doch. Sie will kein Aufsehen machen. Morgen ist sie wieder fit. Mensch, das ärgert mich. Was essen wir denn nun? Bratkartoffeln und Kuchen. Oh, was hast du? Sarah, um Gottes Willen, was ist denn? Wo tut's weh? Mensch, das tut mir jetzt leid. Hallo. Setz dich doch. Du weißt, was mit dir los ist, ja? Keine Ahnung. Du bist schwanger. Das kann doch nicht sein. Ich hatte doch gerade erst meine Tage. Sowas kann passieren. Am besten, ich mache gleich einen Termin für dich bei Frau Dr. Klein. Nein! Sie kennt meinen Vater gut. Sie wird es ihm bestimmt erzählen. Sarah. Frau Dr. Klein unterliegt der gleichen Schweigepflicht wie ich auch. Außerdem solltest du mit deinen Eltern darüber sprechen. Mein Vater bringt mich um. Es war im Cluburlaub. Mit den Eltern. Ätzend. Felix ging es wie mir. Und dann ist es eben passiert. Seit den Ferien habe ich nichts mehr von ihm gehört. Möchtest du, dass er es erfährt? Er ist 17. Und außerdem eigentlich interessiert er mich nicht. Verstehe. Trotzdem. Wir müssen die Ursache für deine Bauchschmerzen klären. Die sind weg. Ich habe bloß einen nervösen Magen. Also so schlecht waren die Schnitzel auch nicht. Hm? Also vielleicht bis auf den Geschmack.
Du musst mir versprechen, dass du dich einem Gynäkologen anvertraust. Wenn du nicht zu Frau Dr. Klein gehen willst, ich kann dich zu jedem anderen überweisen. Außerdem, meinst du nicht doch, man sollte mit deinen Eltern reden? Mhm. Gut. Dann versprich mir, dass du ab jetzt gesund lebst. Viel Schlaf, kein Alkohol, keine Zigaretten. Das ist für dich gut und für dein Kind erst recht. Vielleicht will ich es ja gar nicht haben. Vielleicht aber doch. Wenn Lisa schwanger wäre, was würden Sie ihr denn raten? Hallo! Na, schon eingelebt? Ach ja. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass die Praxis wieder besetzt ist. Die ist ganz gut in Schuss, ne? Ja, mein Vorgänger hat ja nichts gespart. Mhm. Haben Sie heute noch Sprechstunde? Nein, die Hebamme macht Geburtsvorbereitung und heute kommen die Väter dazu, damit sie bei der Entbindung nicht umfallen, die Sensibelchen. Sagen Sie, ich habe da ein Problem. Dürfte ich Sie mal was fragen? Aber ja, bitte. Wenn eine 17-Jährige schwanger ist und die möchte das partout nicht ihren Eltern sagen will, was mache ich denn dann? Oh, das ist schwierig. Ab 15 können Sie gar nichts machen. Außer das Mädchen ist nicht einsichtsfähig, also praktisch debil. Aber das ist es ja wohl nicht. Ich habe also überhaupt gar keinen Ermessensspielraum. Nein. Das ist ähnlich wie bei der Pillenverordnung. Also Gynäkologie ist nicht gerade mein Spezialgebiet. Also zunächst würde ich vehement darauf drängen, dass das Mädchen mit den Eltern spricht. Okay? Ich muss jetzt leider los. Tschüss. Vielen Dank. Gern geschehen. Ach, Dr. Kleist, kommen Sie heute Abend zur Ausstellungseröffnung? In der Predigerkirche. Mittelalterliche Kunst in Thüringen. Eine einmalige Sammlung. Harmonie und Schönheit, Stille, Frieden und Frömmigkeit begegnen deshalb immer wieder in so vielen Kunstwerken. Sie drücken die Hoffnung der Menschen und ihre Sehnsucht nach Erlösung im Paradies aus. Also, haben Sie viel Spaß, meine Damen und Herren. Und wenn Sie sich satt gesehen haben sollten, aber trotzdem noch Hunger haben, nebenan ist ein kaltes Buffet aufgebaut. Danke. Na, Helmut, wie geht's dir? Gut. Dr. Kleist. Herr Bürgermeister. Schön, Sie hier zu sehen. Danke. Wie finden Sie die Ausstellung? Sehr beeindruckend, wirklich. Ja, wir haben den größten Bestand an mittelalterlicher Kunst in Thüringen. Über 100 Jahre lang gesammelt. Sagen Sie, Doktor, mein Baureferent, Helmut Lange, ja? Was fehlt ihm denn? Darüber darf ich leider nichts sagen. Ja, ärztliche Schweigepflicht. Verstehe. Sarah, kommst du bitte mal? Ich möchte Ihnen meine Tochter Sarah vorstellen. Das ist Dr. Kleist. Sarah ist sehr an Kunst interessiert. Hallo Sarah, wir kennen uns. Meine Tochter und Sarah gehen in dieselbe Klasse. Schade eigentlich, wenn Lisa gewusst hätte, dass du heute hier bist, dann wäre sie bestimmt mitgekommen. Ich bin auch gleich wieder weg. Ich muss noch lernen. Tschüss, Herr Doktor. Sarah. Tja, die Jugend immer unterwegs, nicht wahr? Christian, das ist ja eine schöne Überraschung. Klaus, hallo. Wie lange ist das jetzt her, Mensch? Ach, ich war schon bei dir, aber... Da war ich beim Apothekertag. In Zukunft sehen wir uns in jedem Fall öfter, ja. Hoffe ich zumindest. Ein paar von deinen Rezepten sind jedenfalls schon bei mir gelandet. Damit alles schön in der Familie bleibt, nicht wahr? Ja, so muss es sein, Erwin. Entschuldigung. Hör mal, ich muss dir unbedingt noch mal ein herzliches Beileid aussprechen. Ich habe Susanne wirklich sehr gern gehabt. Ich wollte auch unbedingt zur Beerdigung kommen, aber ich konnte die Apotheke nicht allein lassen. Waren zwei Leute krank, na, du kennst das. Wie geht's dir denn eigentlich? Ja, ist gut. Man hat Ablenkung. Das glaube ich. Ich find's toll, dass du hergezogen bist. Und dann noch zu Vater. Kommst du denn klar mit ihm? Ja, alles wunderbar. Im Moment vielleicht ein bisschen chaotisch, weil Inge krank ist, aber du bist so gar nicht auf dem Laufenden. Das kann man so sagen. Hat er dir schon sein Leid geklagt? Ja, also da bin ich vollkommen neutral. Ich weiß sowieso nicht, was euer Problem ist. Das ist eine lange Geschichte.
Ich will uns jetzt nicht den Abend verderben. Naja. Jedenfalls könnt ihr euch bei ihm doch viel schneller akklimatisieren. Er kennt eine Menge Leute und... Ah, ich muss dir unbedingt jemand vorstellen. Komm mal mit. Marlene, kennst du meinen Cousin schon? Dr. Christian Kleist? Ja. Hallo. Hallo. Darf ich vorstellen? Mein Mann Alex? Guten Abend. Schon viel von Ihnen gehört. Ach ja? Ja. Ja, sollen wir nachher alle zusammen noch was essen gehen ins Michelangelo? Was hältst du davon, Marlene? Gern. Es tut mir leid, ich habe meinen Kindern versprochen, dass ich nicht zu spät nach Hause komme. Helmut, hast du Schmerzen in der Brust? Strahlst den linken Arm. Hol sofort meine Arzttasche aus dem Auto und jemand muss einen Krankenwagen rufen. Was hat er denn? Angina pectoris, vermutlich Herzinfarkt. Herzstillstand. Tasche. Kannst du übernehmen? Ja. Mach dir keine Sorgen, Helmut. In 10 Minuten bist du in der Klinik. Danke, Christian. Ich komm morgen vor der Sprechstunde vorbei, okay? Können wir? Ja, selbstverständlich. Wird doch wieder, oder? Ich denke schon. Ich weiß gar nicht, was ich ohne ihn anfangen soll. Im Bauausschuss bleibt jetzt alles liegen. Das ist eine Katastrophe. Stimmt, du bist ja auch im Stadtrat. Aber Helmut ist unser einziger Fachmann. Ja, da hast du leider recht. Also, ihr habt vielleicht Probleme. Danke, dass Sie mich nicht verraten haben. Das darf ich doch gar nicht. Allerdings, wenn du weiter rauchst, dann tue ich es doch. Du musst unbedingt mit deinen Eltern sprechen. Was hast denn du für ein Verhältnis zu deiner Mutter? Meine Mutter war 17, als sie schwanger wurde. Wegen mir konnte sie nicht zur Olympiade gehen, als Eiskunstläuferin. Jetzt ist sie dauernd unterwegs, macht Marketing für eine Brauerei. Ich bin genauso blöd wie meine Mutter. Und wenn ich das Kind bekomme, wird es genauso unglücklich wie ich. Sarah, das Schicksal wiederholt sich nicht. Du hast dein Leben in der Hand. Du schaffst das auch. Sie meinen, ich soll das Kind bekommen? Hattest du denn noch mal Bauchschmerzen? Trotzdem, du musst morgen früh zum Gynäkologen gehen. Das musst du mir versprechen. Wenn ich dich zu einer öffentlichen Veranstaltung mitnehme, dann mache ich das nicht, damit du schlecht gelaunt rumhängst und dann einfach abhaust. Mir war nicht gut. Wo kommst du denn jetzt überhaupt her? Hör mal, ich habe Pflichten. Du auch. Man schaut auf dich. Und wenn du dich schlecht benimmst, fällt das auf mich zurück. Hast du mich verstanden? Klar. Sarah. Fehlt dir was? Nein, nein. Ich mache mir Sorgen um Sarah. Warum denn? Sie geht nicht ans Telefon. Na ja, vielleicht schläft sie schon. Sie war doch bei dir in der Praxis. Ich bin sicher, dass sie froh ist, eine so gute Freundin zu haben. Da.
Ich vermisse Mama so sehr. Ich auch. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Das wäre schön. Wäre es nicht so endgültig, nie wieder ihr Lächeln zu sehen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich spüre ihre Hände auf meinen Schultern. Sie hat mich immer beruhigt, wenn ich nervös war. Kann mir jemand sagen, was das soll? Was denn? Mein Lieblings-T-Shirt ist warmer weiß. Vielleicht hat Johannes das falsche Waschprogramm eingeschaltet. Nicht so beschissen hier! Ich bin sicher, es ist gut, dass wir hier sind. Ganz bestimmt. Vivi. Ich will nicht hier bleiben. Hey. Gib uns doch eine Chance, Peavy. Ich weiß, dass es schlimm ist für dich, Mama verloren zu haben, aber weißt du, wenn man einen geliebten Menschen verliert, dann bekommt man einen Engel als Freund. Johannes? Ja? Guten Morgen. Ist Inge wieder nicht gekommen? Nee, noch nicht, aber... Vielleicht ist das mit dem Rücken doch ernster. Ach was. Geh mal zu ihr. Bloß nicht, die kommt schon noch, bestimmt. Gibt's Kaffee? Ja, gleich. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Maschine. Du, ich muss in die Klinik. Ja. Weckst du die Kinder? Ja, aber du hast doch noch gar nicht gefrühstückt. Herein ist offen. Christian. Morgen. Tut mir leid, dass ich so früh reinschneie. Johannes meinte, du hast es mit dem Rücken? Ich? Nö, das wüsste ich. Du hast keine Rückenschmerzen? Nö. Was machst du denn da? Blaudrucke. Also, jetzt mache ich das Muster. Schön. Sag mal, hast du Streit mit Johannes? Streit? Naja, so kann man es auch nennen. Und den könnt ihr nicht beilegen? Kommt ganz drauf an. Ist dir das alles zu viel mit uns? Nein. Nein, wirklich nicht. Weißt du, ich kannte ihn hauptsächlich über seine Frau. Ulla war meine beste Freundin und nach ihrem Tod... Naja, Johannes hatte keine Ahnung vom praktischen Leben und ich war allein und... Es hat mir Spaß gemacht, ihn zu unterstützen. Da hat sich... eine Freundschaft entwickelt, dachte ich jedenfalls. Verstehe. Und Johannes dachte wohl, dass du für uns genauso gerne sorgst wie für ihn. Vielleicht solltest du mit ihm darüber reden. Okay, dann mache ich das. Nein! Nein? Es ist verletzend, dass Johannes so... gedankenlos ist. Wenn er ein richtiger Freund wäre, dann wüsste er, was er zu tun hat. Ah, Herr Doktor. Hallo, was gibt's?
Der Kollege hat mir bloß einen Radfahrer gemeldet. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie es sind. Ich verstehe nur Bahnhof. Naja, also, hier ist 30. Ein Wohngebiet. Haben Sie eine Ahnung, wie schnell Sie waren? Ich glaube nicht, dass ich mehr als 30 schaffe. Bergab und mit Rückenwind? Sie hatten glatte 48 Stundenkilometer drauf. 48? Mhm. Das ist mein persönlicher Rekord. Zahlen müssen Sie trotzdem. Das ist mir jetzt schon ein bisschen unangenehm. Och, dafür sind Regeln da. Gibt es in meinem Beruf auch. Und? Gefällt es Ihnen in Eisenach? Ja, sehr schön. Ja, vor allen Dingen die Polizei ist ganz schön auf Zack. Aber hallo. Ja. Man sieht sich. Das hoffe ich doch. Schönen Tag noch. Ebenso. Ciao. Tschüss. Tag, Helmut. Hey. Wie geht's dir? Die wollen mir einen Bypass legen. Ich weiß. Ich habe den Katheterfilm gesehen. Soweit alles in Ordnung. Du bist hier in besten Händen. Diese Operationen sind inzwischen Standard. Morgen. Die wollten mich doch tatsächlich nicht zu Ihnen lassen. Wie geht's Ihnen denn so, Herr Lange? Ich habe gehört, Sie sollen operiert werden. Bloß ein Bypass. Ui, das tut mir immer leid. Ich habe da ein kleines Problem. Ich weiß, das ist jetzt natürlich nicht der richtige Zeitpunkt. Könnten Sie mir vielleicht bitte kurz erklären, wie Sie sich das vorgestellt haben mit dem Parkhaus Schuster Lange? Wir kommen sonst mit der Planung nicht weiter. Herr Bürgermeister, ich habe Ihnen doch gesagt, dass Herr Lange keine Besucher haben darf. Nur ganz kurz. Herr Bürgermeister, Herr Lange hat einen sehr schweren Tag vor sich. Bitte. Na gut, bin schon so gut wie weg. Kopf hoch, alles Gute, wird schon. Ich gehe auch. Du packst das. Ich dachte, wir fahren ins Schwimmbad. Keine Lust. Jetzt komm, stell dir nicht so an, wir nehmen Sarah mit. Oh, Sarah war heute den ganzen Tag nicht in der Schule. Okay, wir fahren jetzt zu Hause vorbei. Komm. Die Haushälterin hat sie heute früh nicht gesehen. Sie klopft zu seiner Schule. Was war denn gestern? Verstehe. Also ich geh jetzt nach Hause. Mensch, Piwi, jetzt warte halt, verdammt! Du weißt doch, dass da was nicht stimmt. Du wolltest gar nicht mit uns ins Schwimmbad, oder? Wo könnte sie denn sein? Hat sie irgendwas gesagt? Keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass ihr Vater irgendwo eine Jagdhütte hat am Haasberg oder so. Siehst du was? Nein. Da ist doch ein Fuß. Sarah! 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 Mir ist ganz schlecht. Sarah! Geh mal runter und gib mir so einen Holzscheit. Sarah? Papa, was ist?
Sie ist bewusstlos. Was hat sie denn? Ruf sofort in der Klinik an. Wie geht es ihr? Sie ist bei Bewusstsein. Sie sind ihr Arzt? Mhm. Wir haben ein Problem. Sie hat eine Eileiterschwangerschaft. Der Eileiter ist durchgebrochen. Oh Gott. Informieren Sie die Eltern? Ja, aber eigentlich will sie das nicht. Das müssen wir aber. Sie ist minderjährig. Verstehe. Brauchen Sie die Einverständniserklärung? Nein, nein. Die Eltern müssen nur informiert werden. Wir operieren gleich. Das ist Notfall. Na, du? Hallo. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Und eines Tages wirst du auch Kinder haben. Blutdruck fällt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay. Ich warte mit Lisa draußen im Gang. Was meinen Sie? Wird alles gut gehen? Ach, davon gehe ich eigentlich aus. Kapiert es nicht. Hat sie noch nie was von Verhütungsmitteln gehört? Versaut sich ihr ganzes Leben und unseres dazu. Wieso sind Sie überhaupt hier? Sarah ist meine Patientin. Moment mal. Sie haben gewusst, dass meine Tochter schwanger ist? Und wieso haben Sie mich nicht informiert? Das durfte ich nicht. Ja, aber sie ist minderjährig. Sie hätten es mir sagen müssen. Sie ist älter als 15. Da gilt die Schweigepflicht. Allerdings, ich habe sie mehrmals gebeten, sie ins Vertrauen zu ziehen. Aber sie wollte es nicht? Es scheint, sie hat Angst. Morgen kannst du sie besuchen. Sag mal, wenn dir sowas passieren würde? Keine Sorge, ich werde schon nicht schwanger. Ich habe ja noch nicht mal einen Freund. Aber mit wem würdest du denn darüber reden? Mit Mama auf jeden Fall. Und jetzt? Ich weiß nicht so genau. Ich werde wahrscheinlich schon zu dir kommen. Aber sicher bist du nicht. Wir haben noch nie über solche Dinge geredet. Ich bin so schnell gekommen, wie es ging. Wie geht's ihr? Alles okay, sagen die. Mein Schatz, wie konnte das denn passieren, dass wir nichts gemerkt haben? Wenn das bekannt wird. Wir sollten froh sein, dass sie lebt. Ich fasse es einfach nicht. Sie ist 17. Man könnte meinen, dass sie weiß, was sie tut. Aber keine Idee vom Leben. Einfach immer nur das tun, was gerade Spaß macht. Wer ist der Kerl überhaupt? Ich kenne auch einen Kerl, der eine 17-Jährige geschwängert hat. Und der hatte nie Zeit für seine Tochter. Aber immerhin ist er Bürgermeister geworden. Hört auf. Dr. Kleist? Ist meine Tochter bei Ihnen? Wie bitte? Ich war im Krankenhaus, wollte sie abholen, aber sie war schon weg. Die Oberschwester meinte, sie hätte sich ein Taxi genommen. Ja, ich weiß nicht, ob sie bei uns ist. Ja, Sarah und ihre Tochter sind doch befreundet, nicht? Ja, dann schauen wir doch mal nach. Ja. No special effect, just rhymes and beats. Just one step and lethal. Keep it truly. Never thought William be wrapping up on green. Sarah. Warum kommst du denn nicht nach Hause? Was soll ich da? Sie kann doch eine Weile hier bleiben, oder? Ich dachte, das Haus ist doch groß genug. Ja, Sarah, du bist jetzt natürlich jederzeit willkommen, aber vielleicht sollten die... Sarah, du musst dich jetzt ein wenig erholen, ja? Und denk an deine Mutter, die macht sich Sorgen. Kommst du jetzt bitte mit? Nur wenn du mir versprichst, dass wir miteinander reden. Richtig reden. Natürlich reden wir miteinander. Wann immer du willst. Gut, Sarah. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, Dr. Kleist, auch im Namen meiner Frau. Tut mir leid, wenn ich
ungerecht. Ja, schon okay. Obwohl, so richtig habe ich es immer noch nicht verstanden, warum sie uns nicht eingeweiht haben. Ich dachte, ich hätte es ihnen erklärt. So. Ja, dann, wiedersehen. Es tut mir leid. Aber was sollte ich denn machen? Ist okay. Ich muss einmal in die frische Luft. Hallo, Herr Kleist, lange nicht gesehen. Wenigstens haut es mich nicht mehr um, wenn wir uns treffen. Ihr Tempo ist einfach zu hoch. Ja, Sie joggen aber auch ganz schön schnell. Ich laufe. Oh, für den Marathon? Ja. Respekt. Und sind Sie schon mal in New York mitgelaufen? Zweimal. Respekt. Naja, ich war 2143. Immerhin. Man kann ganz gut abschalten, einfach nur Bewegung. Keine Sorgen, kein Stress. Wie geht's Gregor? Ganz gut. Er hat was Neues angefangen. Medienfacharbeit oder so. Kennen Sie das? Nö. Hört sich aber interessant an. Er ist jedenfalls ganz begeistert. Ach, ist doch die Hauptsache. Genau. Er muss seinen Weg gehen. Und ich auch. Also, auf Wiedersehen. Ciao.